Angelika F. verklagt derzeit das Seniorenwohnheim Maria Hilf in Bornheim im Rheinland, in dem ihre Mutter nach einer Corona-Infektion zu Tode gekommen ist. Ob derartige Schadensersatzklagen Aussicht auf Erfolg haben, verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir dieses Video gefallen, gib einen Daumen nach oben und lass vor allen Dingen ein Abo da, dann bekommst du immer Nachricht, wenn du auf die Glocke läutest, wenn wir ein neues Video posten. Angelika F. ist zu Tode betrübt. Kurz vor Weihnachten 2020 hat sie noch mit ihrer Mutter Therese telefoniert. Da hat eine Weihnachtsfeier stattgefunden und zwei Pfleger, die positiv auf Covid-19 getestet waren, liefen dort wohl ohne Mundschutz rum. Daraufhin infizierten sich weitere 12 Senioren im Seniorenwohnheim und viele von denen sind mittlerweile verstorben. Nun verklagt Angelika F. das Seniorenwohnheim auf Schmerzensgeld, auf Schadensersatz und auch auf Erstattung der Beerdigungskosten. Der Bundesgerichtshof hat in einem ähnlichen Fall Mitte Januar 2021 tatsächlich Krankenhaus- und Pflegeheimbetreiber hier zu Schadensersatzzahlungen verurteilt. Denn die Sicherungspflichten der Heimträger gelten auch bei unwahrscheinlichen Gefahren, wenn diese zu unheimlich großen Folgen führen können, also hier eben zum Tod. Und der Bundesgerichtshof hat hier eben in diesem Urteil festgestellt, dass die Heimbetreiber die Verpflichtung haben, die Bewohner vor Gefahren zu schützen, die sie nicht beherrschen. Welchen konkreten Inhalt diese Pflichten haben würden, sind aufgrund einer Abwägung sämtlicher Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden, aber also typisch juristische Formulierung, muss man sich mal angucken, was da im konkreten Fall passiert ist. Dabei muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass bereits eine Gefahr, deren Verwirklichung nicht sehr wahrscheinlich ist, aber zu besonders schweren Folgen führen kann, geeignet ist, Sicherungspflichten des Heimträgers zu begründen. Was heißt das nun auf Deutsch? Das heißt, selbst wenn eine Gefahr, eine abstrakte Gefahr besteht, wo es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass was passieren kann. Wenn aber diese Folge, die droht, unheimlich schwer ist, also hier der Tod bei Senioren, dann ist der Heimträger dazu verpflichtet, hier einen Risikoschutz zu begehen. Was bedeutet das jetzt für den Coronavirus und für ältere Menschen? Hier ist ja bekannt, das Robert-Koch-Institut hat die Folgen der Corona-Welle analysiert, der ersten, und hat gesagt, dass fast jeder zweite Erkrankte der über 80-Jährigen in einem Krankenhaus behandelt werden musste und jeder dritte Covid-19-Patient dieser Altersgruppe ist tatsächlich an der Krankheit verstorben. Also daher haben wir auf jeden Fall diese drastische Folge. Und das heißt wiederum, dass die Krankenhausbetreiber und auch die Seniorenwohnheimsbetreiber verpflichtet sind, besondere Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Das heißt, dass hier alles getan werden muss, um eine Infektion der Senioren zu verhindern. Also wenn dann natürlich positiv getestete und infizierte Pfleger da sind, die müssen natürlich sofort nach Hause in Quarantäne gesteckt werden. Es müssen die üblichen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. So schnell wie möglich sollte hier geimpft werden. Die Senioren müssen gegebenenfalls dann auch isoliert werden und getrennt werden von weiteren Risikogruppen. Also da muss eine Menge getan werden an Hygienekonzept. Und genau das muss jetzt das Seniorenwohnheim aus Bornheim vor Gericht vorlegen, welches Hygienekonzept man da konkret hatte. Und wenn das nicht überzeugend ist, dann gibt es tatsächlich ein Schmerzensgeld. Wir haben selbst auch gerade Fälle, wo wir 50.000 Euro Schmerzensgeld beantragt haben, nebst Zinsen und vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten. Das kann also teuer werden. Daher denke ich, dass die Klage der Angelika F. auf Schmerzensgeld und Erstattung der Beerdigungskosten gegen das Seniorenwohnheim in Bornheim sehr, sehr gute Aussichten auf Erfolg hat, denn hier hat man offensichtlich keinerlei Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Traurig aber wahr, und wir sehen das wie immer vor Gericht.